Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Und heute geht's um die Blutmagie. Da habe ich hier hinten schon ein bisschen was aufgebaut. Aber vorher will ich noch schnell was vorbereiten, was wir dann auch brauchen. Und zwar ist das hier dieses fluxierende Elektrumbahn. Dafür brauchen wir jetzt hier ein paar Dinge. Erstmal brauchen wir pulverisierte Kohle und Sulfur. Das hier haben wir eine kleine Chance, dass das hier rauskommt. Wir können auch Lohnruten hier pulverisieren. Da bekommen wir mehr Lohnstaub raus als durchs normale Craften. Und eine 50%ige Chance hier auf Sulfur. Mal schauen, ob hier noch was rauskommt. Wäre schön. Dann brauchen wir hier Silber und Gold pulverisiert. Und können damit dann... mal hier den ganzen Schmarrn hier raus. Jo. Und können hiermit Elektrummischungen bauen. Von nehmen wir uns gleich mal ein bisschen was. Ja, alles. So. Ich kurz schauen. Jo, in den Induktionsschmelzer muss das Ganze dann am Ende mit dem Pyroten. Pyrotiumstaub. Okay, hier. Jetzt diese Elektrummischung mit destabilisiertem Redstone. Dafür haben wir die Anlage hier drüben. Die habe ich ja auch schon öfters gezeigt. Der Magmatiegel mit destabilisiertem Redstone, der das Ganze hier in den Flüssigkeitstransposer reinlegt. Und hier Elektrummischung rein. Schauen wir mal, was hier jetzt rausgekommen ist. Ja. Schwefel, also Sulfur. Und pulverisierte Kohle haben wir auch. Das hier können wir jetzt mal rauslegen. Und dann brauchen wir... wie war jetzt genau die Anordnung? Ja, hier Lohnstaub, Redstone, Kohle, Schwefel. Und dann brauchen wir hier noch einen Induktionsschmelzer. Jo. Auch nichts Besonderes hier. Dann holen wir uns den schnell mal. Setzen den hier oben drauf. Schauen, ob hier jetzt genug da ist. Ja, 14. Ich hätte gern noch 5. Der hier lädt sich jetzt mit Energie auf. Hier können wir mal das ganze Zeug jetzt wieder zurücktun. Ja, komm, einen noch. Das hier jetzt in den Induktionsschmelzer. Es fängt an zu arbeiten. Und... ja. Wir bekommen hier die fluxierende Elektrumbahn raus. Wenn man sie nicht wegschmeißt, wie ich gerade. Davon hole ich mir jetzt so einfach noch ein paar. Und wir gehen mal hier hinter zu dem Vorbereiteten zur Blutmagie. So, können wir das hier mal hier reinlegen. So, auf Game Mode 0. Und hier wieder auf Blutmagie.
Das erste, was wir jetzt hier brauchen, ist ein Blutaltar. Ofen, Diamant, Gold und glatter Stein. So, da fehlt mir jetzt noch der normale Pflasterstein, also Cobblestone. So, jetzt erstmal Ofen. Jo, haben wir einen Blutaltar. Ich lege den mal hier wieder in die Kiste. Ich habe hier schon einen aufgebaut. Der hier ist auch jetzt schon voll mit Blut. Das ist nämlich das nächste, was wir machen müssen, nämlich erstmal unser eigenes Blut reinlegen, und zwar mit dem Sacrificial Orb. Dafür brauchen wir Glas, Gold und Eisen. So, jetzt haben wir hier diesen